liebe Abonnenten, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video werde ich euch tolle Neuigkeiten über das Android-Radio mitteilen, wie ihr damit einen besseren DAB-Empfang im Auto hinbekommt. Und das Zweite, es gibt nämlich ein Update für das Android-Radio, zumindest für das Junsun-Modell von Junsun. Aber dazu werde ich im nächsten Video vielleicht drauf eingehen. Also in diesem Video wird es sich erstmal um das Thema DAB drehen mit Android Radio. Und wir empfangen hier gerade einen weit entfernten Sender, NDR aktuell. Und ja, mein originales Radio ist natürlich auch noch drin. Aber ich wollte dieses Video als eine Hilfe für diejenigen hochladen, die jetzt bezüglich dem DAB-Empfang und dem Android-Radio Schwierigkeiten im Auto haben. Also, ich habe das Problem so gelöst, und zwar, hier schwankt das ein bisschen, je nachdem wie die Kabel liegen, habe ich nämlich hier so einen Störfilter angeschlossen. Dieser Störfilter beseitigt alle Störungen, die jetzt quasi von dem Schaltnetzteil des Android-Radios auftreten, hin zum Fahrzeug-Bordnetz, wird alles hier abgefiltert. Dann habe ich hier nochmal so eine extra Masseleitung gelegt und hier an diese Antennenbuchse angeschlossen, damit die Masse auch wirklich gut greift. So, und um das jetzt zu beweisen, habe ich mir überlegt, ich habe hier zwei Kabelsätze gehabt, weil ich habe hier ein Xfons-Radio und ein Junsun-Radio. Und da war jeweils so ein Kabelsatz dabei, damit man das mit dem Auto verbinden kann. Dieser hier hat jetzt den Filter nicht. Und dann werde ich jetzt das Ganze umstecken, um euch zu zeigen, dass der Filter wirklich arbeitet. Und das mache ich jetzt. Also, bis gleich. Oder erstmal, bevor ich das Video stoppe, um jetzt hier zu zeigen, wir empfangen mit diesem Kabel hier empfangen wir 57 Sender. 57, das ist schon eine ordentliche Summe. Warum ist Empfindlichkeit wichtig? Also, man muss sich überlegen, wenn man unterwegs mit dem Auto fährt, ist der Empfang niemals gleich. Das heißt, man fährt jetzt durch Gebiete und dann wird der Empfang mal stärker, mal schwächer. Und je empfindlicher ein Android-Radio oder so ein DAB-Stick Empfang hat und weniger Störung hat, desto länger oder weniger Unterbrechen bis hin zu gar keine Unterbrechung können auftreten. So, also jetzt genug geschwafelt. Jetzt schließe ich dieses Kabel ohne Filter an. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen mitten ohne Filter sehen. Und der Sender bleibt natürlich MDR aktuell. Das ist ein Sender, der von mir ungefähr so 100 bis 120 Kilometer Luftlinie entfernt ist. Ich bin hier in Essen und das ist Thüringen. So, jetzt switche ich um. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe das Ganze jetzt umgesteckt. Also wie ihr sehen könnt, es ist einfach ein ganz normales Kabel ohne Filter. Der DAB-Stick ist auch angeschlossen. Das Radio fährt jetzt gerade hoch. Das ist jetzt hier die neue Firmware bzw. das Update mit der neuen Benutzeroberfläche. Hier startet jetzt gerade die DAB-Z-App. Ja, das fährt noch hoch. Kurz warten. Und wir sehen schon, wir haben null Balken. Er stottert auch schon. Also ungestört worden, das hatte er in einer Ertrag im ukrainischen Kampfverlag gegeben, im Raum und Kinder seien gelötet worden und leibte mit und aus der Luft. Genau. Auch Sonden, das ist eine gute Nähe der Kinder. Also der Filter bringt schon was. Ich erstmal hier sortieren, wie ich das Ganze halte. Also ich erkläre euch das gerade mal kurz. Ja, die lokalen Sender, die gehen natürlich. Aber das Ganze ist halt mit viel Störung zu empfangen. Die MDR zum Beispiel geht gar nicht mehr. So, das Ganze ist auch ganz einfach. Ist jetzt genug gezeigt. Also es wären jetzt ohne den Filter, wären vielleicht hier, während ich stehe, vielleicht 43 Sender gehen. Hier, 8080 zum Beispiel. Ja, geht mit 4 Balken. Aber mit dem Filter habe ich hier 5 Balken drin. Dann steht die auch sehr gut. Und ja, wie habe ich das jetzt Ganze verkabelt? Also, so sieht das standardmäßig aus, wenn man das jetzt
auspackt und anschließt. Und wie ich das mit dem Störfilter jetzt gemacht habe, sieht erstmal hier nach Raketenwissenschaft aus, was aber eigentlich gar keine Raketenwissenschaft ist, weil wir haben nämlich hier einen Filter, den will ich euch verlinken. Und auf dem sitzen jetzt jeweils zwei Elektrolytkondensatoren drauf, zwei Induktivitäten und hier nochmal so zwei, war das oben? Hier so zwei, nochmal so zwei kleine. Ich nehme an, das sind Keramikkondensatoren, weil die nämlich im HF-Bereich bestens wirken. Und dann wird nämlich alles, was hier abgestrahlt wird, ist leider so. So ein Android-Radio wird halt günstig hergestellt. Da missachtet man mal hier so diese EMV-Geschichte, nennt sich das, ja, elektromagnetische Verträglichkeit. Das Ganze wird missachtet. Und dann, ja, wenn man sich hier so ein kleines Platinchen dazwischen schaltet, auf plus minus drauf acht geben, dann zapfen jetzt über dieses gelb-schwarze Kabel plus 12 Volt, das ist übrigens Dauer Plus, ab. Dann geht es hier durch und das Ganze wird dann hier gefiltert, also einmal eingangsseitig und ausgangsseitig, dass da jeweils die Störungen, die werden dann hier abgefangen und verschleudert. Also das ist ja hier so ein Schwingkreis-ähnliche Schaltung. Man sieht auch schon, hier hinten steht VIN drauf, VIN Plus, VIN Minus. Spannungseingangsseite und Ausgangsseite Richtung Radio. Und das Ganze funktioniert. Und zu dieser Massegeschichte, die ich mir noch mit angelegt habe, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass das sogar noch besser wird, habe ich mir diesen Radiostärker genommen, weil der sitzt ja nämlich, also der UKW-Antennenanschluss sitzt ja hier. Das ist ja hier nochmal eine Masse und hier nochmal eine Masse. Wenn man jetzt zwischen diesen zwei Massepunkten eine Messung durchführt, dann sind diese Massepunkte nicht gleich. Und um das auszugleichen, habe ich überlegt, ziehe ich dann hier nochmal so ein Kabel durch. Und das ist nämlich hier für den UKW-Phantomspeiseadapter, der die 12 Volt Phantomspeisespannung, die jetzt von dieser Leitung hier rauskommt, auf 8,5 runterwandelt und dann hinten an den Antennenverstärker leitet. Ist eigentlich notwendig bei den Fahrzeugen, die jetzt anstelle von 12 Volt 8,5 Volt brauchen, weil ansonsten kann man nämlich den Antennenverstärker, der jetzt hinten an der Heckscheibe sitzt, eventuell zerstören und das wäre dann nicht so schön. Also, hier so ein Platinchen dran, das werde ich euch verlinken und ja, das Ding läuft. Also, und ja, was kann ich noch erklären? Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr so den Stick einbaut, achtet drauf, dass ihr ihn so weit wie möglich vom Android-Radio wegtut. Ist ganz klar. Weil das Radio selber wird auch nochmal so ein paar Strahlen von sich geben. Also so leichte Strahlung von sich geben, was dann hier nochmal was hier ins USB-Kabel einkoppelt oder an die Antennenleitungen. Ist halt so, wie gesagt, ein Android-Radio wird halt billig hergestellt. Da achtet man nicht so auf Punkte wie EMV-Verträglichkeit. Aber das Ganze funktioniert. Auf UKW habe ich jetzt keine Veränderungen feststellen können. Und zum Schluss als Bonus werde ich euch nochmal zeigen, was für einen Empfang ich dann hier mit dem Werksradio habe. Und ich mache das Ganze jetzt alles nochmal komplett rückgängig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt alles hier wieder eingebaut. Also Originalradio ist wieder drin. Und ich mache jetzt gerade einen Sendersuchlauf. Das kann ein bisschen dauern. Um euch zu zeigen, dass der Empfang dann gleichwertig ist. Also dass der Empfang mit dem Android-Radio, wenn man das gemacht hat, gleichwertig ist wie mit dem originalen VW-Radio. Auch hier sehen wir jetzt, also ich kann euch verraten, das ist die gleiche Programmanzahl. Wir haben Antenne Deutschland, Digitalradio Deutschland, Hessen Nord, HR-Radio und MDR Thüringen. Gehen wir mal hin. Wir hatten MDR aktuell eben drauf gehabt. Und also wenn man das gut entstört, kann man mit diesem DAB-Stick, ich hole ihn gerade mal hervor, kann man mit diesem DAB-Stick den gleichen Empfang erzielen, wie auch jetzt, sage ich mal, mit so einem originalen VW-Radio. Ja, also was zählt, ist ganz wichtig. Eine gute Antenne, dass man die hier gut installiert, am besten hier immer so hoch wie möglich, aber nicht so hoch, dass man dann hier mit dieser oberen Leitung an die Karosserie zu nah dran kommt. Weil dann gibt es nämlich eine kapazitive Überkopplung, dann geht das Signal Richtung Masse weg. Also immer so hoch wie möglich, weil dann ist man von der Position der Antenne auch immer so hoch.
Oder man verwendet diese Splitter, nutzt die vorhandene Antenne im Auto, also die vorhandene UKW-Antenne, sofern da kein FM-Bandfilter drin ist, kann man die auch für DAB verwenden. Ansonsten finde ich diese Antenne auch gut. Oder man hat eine DAB-Antenne, wie ich jetzt das gemacht habe, wie ich das nachgerüstet habe, weil ich nämlich eine DAB-Antenne schon in der Scheibe drin hatte, bis auf diesen Verstärker, den ich jetzt, wie gesagt, nachgerüstet habe. Und dann funktioniert das damit auch. Also man muss sich halt informieren, was man für Möglichkeiten im Auto hat, wie man jetzt da, sage ich mal, an guten DAB-Empfang drankommt, ob die originale Antenne auf DAB erweiterbar ist, ob da schon was vorhanden ist. Passivtechnisch gesehen hatte ich ja das schon in den Drähten mit drin, diese DAB-Antenne. Was ich da, wie gesagt, machen musste, ist nur lediglich den Verstärker austauschen. Der hat mich jetzt etwas Geld gekostet, aber das funktioniert. Also, und ja, Android-Radios stören halt den Empfang. Das ist leider so, wie gesagt, wegen dem Preis, weil die einfach keine Zeit haben, wahrscheinlich da an guter Platine und Hardware zu investieren, um das Ganze zu entstören. Aber wie gesagt, wenn man da selber ein bisschen Hand dran, drauf anlegt, sieht jetzt ziemlich hier so nach einem Kabelsalat aus, aber ich wollte eigentlich nur dieses Kabel hier holen. Ja, da ist es auch schon. Und so ein kleines Platinchen kann wirklich Wunder bewirken. Das werde ich euch verlinken. Und ich hoffe, es wird bei euch auch genauso funktionieren wie bei mir. Und ja, dann soll das auch schon wieder zum Video gewesen sein. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr an diese neue Firmware drankommt, die ich wirklich finde, wie ich finde, sehr geil aussieht. Ich habe da nämlich viel durchprobiert. Im nächsten Video werden wir das gemeinsam machen und das auch gemeinsam installieren. So, auf ein Abo würde ich mich auch sehr gerne freuen. Feedback, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, ist für mich ganz, ganz wichtig. Lasst einen Kommentar da, dann werde ich euch versuchen, sofern ich Zeit habe, natürlich auch zu helfen. Und bleibt gesund bis dahin und wir sehen uns dann die nächste Zeit wieder. Macht's gut. Tschüss, euer MikroTube.